Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video und heute sehen wir uns die vielleicht ersten Spieler-Ratings in FIFA 19 an. Vorneweg, Jungs, ich kann euch nicht zu 100% bestätigen, dass das wirklich die neuen Spieler-Ratings sind, denn EA Sports hat noch nichts Offizielles rausgehauen. Diese Website schreibt aber so, als ob das Ganze schon offiziell wäre. Vielleicht haben sie Kontakt zu EA und vielleicht haben sie es auch irrtümlich zu früh veröffentlicht. Also man kann natürlich jetzt echt nicht wissen, ob das jetzt wirklich die Ratings sind, aber sie schreiben auch irgendwie nicht so, dass das eine Prediction wäre oder so, also eine Vorhersage für die Ratings, sondern sie schreiben wirklich ganz sicher, ja, das ist das Rating von dem Spieler und das ist das Rating von dem Spieler. Da sind sie sich wirklich ganz sicher. Die Website heißt esportkicker.de. Ich denke mal auch, die kennen nämlich einige von euch und deswegen kann schon sein, dass die Ratings stimmen. Also wir werden es erst zum Release von FIFA 19 erfahren, aber es könnte vielleicht wirklich der Fall sein, dass das die ersten Spieler-Ratings in FIFA 19 sind. Und falls ihr mehr FIFA 19 Videos sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, unterstützt mich mit einem Abo, würde mich sehr, sehr freuen, eben wenn du jetzt ein Abo da lassen würdest. Und dann gehen wir auch schon direkt rein, ich habe hier die Website offen, also die ersten FIFA 19 Spielerwerte von Ronaldo, Bale und Co. So, dann sehen wir erstmal Downrate für Kroos und neue 5-Sterne-Skiller, also die wissen anscheinend auch schon, wer neue Skills bekommt und wer nicht, also richtig krass, keine Ahnung, Mann. Ein neuer FIFA-Teil bedeutet auch immer neue Spielerwerte. Dieses Jahr scheint EA Sports allerdings nicht ganz zu gnädig mit einigen Spielern gewesen zu sein. Die Datenbanken sind zwar noch nicht final, aber einen ersten Überblick geben die FIFA 19 Spielerwerte in unserer Galerie schon mal vor. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist das schon die rettende Aussage für die Website, dass sie jetzt eben sagen, ja, die Datenbanken sind noch nicht final, okay, passt, wir sind auf dem Schneider, es ist nur eine Vorhersage. Ich weiß es nicht, für mich klingt es eigentlich nicht wirklich so, also für mich klingt es nur so, ja, das ist noch nicht ganz sicher, aber eigentlich ist es schon sicher, also keine Ahnung, es ist richtig, richtig komisch, also sie befinden sich damit natürlich in einer Grauzone, man weiß nicht, ob es offiziell ist oder nicht. Ich gehe jetzt ehrlich gesagt davon aus, dass es eher nicht offiziell ist, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeine random Website auf einmal schon postet. Also das wäre ziemlich komisch, aber sie geben halt wirklich sehr, sehr interessante Werte an. Also sehr, sehr interessante Spielerwerte. Und deswegen wollte ich euch das Ganze auch zeigen. Denn wenn es stimmen sollte, dann bin ich sehr froh, dass ich dieses Video gemacht habe. Wenn nicht, dann war es leider ein Fail. Aber man muss auch ein bisschen was riskieren. Also, das erste Spielerrating ist von Toni Kroos, er wird eine 89 bekommen. Erst kürzlich wurde Kroos zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt. Trotz seiner hervorragenden Leistung in der vergangenen Saison muss er in FIFA 19 einen Punkt in der Gesamtwertung einbüßen. Immerhin sein 90er Passspiel bleibt gleich. So etwas denke ich mir so, immerhin sein 90er Passspiel bleibt gleich. Woher wissen die das? Beziehungsweise, wer kommt drauf, so etwas jetzt schon in so einen Artikel zu schreiben, falls sie es noch nicht offiziell wissen? Also, egal, ob sie es jetzt wissen und es schon reinschreiben oder nicht wissen und trotzdem reinschreiben, ist es in beiden Fällen irgendwie komisch. Denn wer prediktet denn bitte genau das Passspiel eines Spielers? Finde ich extrem komisch und extrem seltsam. Also ich weiß nicht, irgendwie dieser Artikel verwirrt mich komplett. Also Karim Benzema wird eine 84 bekommen zum Start von FIFA 17, lief er mit einem 87er Rating auf. Mittlerweile nur noch eine 85 zu FIFA 19, muss er sogar noch einen weiteren Punkt abgeben. Also sie schreiben wirklich so, er müsste vielleicht einen Punkt abgeben oder es kann sein, dass er einen Punkt abgibt. Nein, zu FIFA 19 muss er sogar einen weiteren Punkt abgeben. Seine 4-Sterne-Skills ändern sich hingegen nicht. Also keine Ahnung, für mich absolut kurios, dass sie das so siegessicher schreiben. Also so, als ob sie es wirklich erfunden hätten, das Spiel. Finde ich echt sehr, sehr kurios. Machen wir weiter mit Gareth Bale, der ein 88er Rating erhalten wird. Alles beim Alten heißt es bei Gareth Bale, seinen Gesamtwert darf er behalten und auch die 4-Sterne-Skills bleiben gleich. Selbiges gilt für den 95er Sprintwert. So, machen wir weiter mit Lewandowski. Langsam aber sicher scheint sich ein Trend abzuzeichnen. Auch Lewandowski wird in FIFA 19 wohl mit einem Punkt weniger in der Gesamtwertung auflaufen müssen. Das ist allerdings so geschrieben, als wäre es eine Prediction. Also wird auflaufen müssen oder wird wohl auflaufen müssen. Also das ist eher so im Konjunktiv geschrieben. Ist das der Konjunktiv? Ja, ich denke schon. Würde und so, das ist immer Konjunktiv. Oder müsste oder was auch immer. Das ist Konjunktiv. Doch, da bin ich mir schon sicher. Ich check's mal kurz ab, aber ich bin mir eigentlich ganz sicher. Das mit dem Konjunktiv stimmt natürlich, aber die Schulzeit ist schon ein Ticken her und das merkt man jetzt auch schon ein bisschen. Also Manuel Neuer ist der nächste Spieler mit dem 92er Rating. Er hat eine Saison zum Vergessen hinter sich aufgrund seines Mittelfußbruchs. Stand der 32-Jährige kaum im Tor auf seine Gesamtwertung in FIFA 19, scheint das keine Auswirkungen zu haben. Er behält seinen 92er Wert. So, Thomas Müller bleibt auf einer 87, hat Grund zur Freude in FIFA 19, wird er mit
mit einer seiner besten Bewertungen auflaufen, die er je hatte. Zum Start von FIFA 17 konnte er sich kurzzeitig über eine 87 freuen, musste nach wenigen Wochen allerdings wieder auf eine 86 dann eben runtergehen. Vielleicht kann er den Wert ja diesmal halten. Also Müller mit einer 87, laut dieser Website. Jerome Boateng, 86er Rating, der wird eindeutig runtergestuft. Der Verteidiger muss sich vor allem wegen seiner Leistung im deutschen Nationalteam in den vergangenen Wochen viel negative Kritik anhören. Auch EA Sports scheint mit seiner Leistung nicht sonderlich zufrieden gewesen zu sein, denn er verliert ebenfalls einen Punkt in der Gesamtwertung. Marco Reus mit einem 86er Rating. Schaut man sich Marco Reus vergangene Werte an, erinnern diese an eine Achterbahnstrecke. Von 84 auf 88 zurück auf 85 mit FIFA 19 geht es allerdings wieder nach oben, eben auf eine 86. So, Cristiano Ronaldo, das ist eigentlich die interessanteste Stelle in diesem Video, kann man sagen, denn ein 95er Rating bei Cristiano Ronaldo wird hier angegeben. Würde mich dezent wundern, aber ist anscheinend der Fall und mir fällt gerade auf, ja, meine Zunge ist blau, wegen dem Powerade da hinten. Ich denke mir gerade so, ey, was ist mit meiner Zunge los? Aber ja, okay, ja, Powerade ist da. Produktplatzierung natürlich nicht am Start. So, von Jahr zu Jahr wird der portugiesische Starspieler zumindest in der FIFA-Reihe besser. Während er im Vorjahr noch mit einem 94er Gesamtwert auflief, belohnt EA Sports ihn dieses Jahr sogar mit 95. Ob Messi da mithalten kann? Natürlich kann er dort nicht mithalten. Ronaldo hat den Vertrag mit EA, das wissen wir jetzt auch schon. Aber 95er Ronaldo, stimmt das oder stimmt das nicht? Ist es verdient oder ist es nicht verdient? Ich weiß nicht, wie viel Vertrauen ich dem Ganzen schenken soll. Ich schenke dieser ganzen Website sowieso nicht so viel Vertrauen, bin ich ganz ehrlich, denn keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wirklich schon wissen. Aber stimmt einfach mal ab. Ich habe euch jetzt eine Abstimmung hier reingepackt. Würdet ihr das verdient finden, beziehungsweise glaubt ihr, machen wir es einfach so, glaubt ihr, dass Ronaldo ein 95er Rating wirklich in FIFA 19 bekommen wird? Ja oder nein? Stimmt da einfach mal ab, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Das waren alle Ratings, die wir uns hier heute anschauen und ihr merkt schon, es ist wirklich sehr kurios. Ich habe es schon sehr, sehr oft erwähnt, aber ich bin mir einfach echt nicht sicher, ob das wirklich eine offizielle Aussage ist von EA. Also eine offizielle Aussage ist es natürlich nicht, aber steckt da irgendwas Offizielles dahinter? Ich weiß es nicht, Mann. Kicker E-Sport hört sich komplett professionell an, hört sich sehr, sehr gut an, als ob die da wirklich schon irgendwie was Genaueres wissen. Teilweise haben sie natürlich am Anfang auch so geschrieben, als ob das Ganze nur eine Vorhersage ist. Teilweise haben sie dann aber auch wieder gemeint, jo, der Spieler wird dieses Rating haben und dieser Spieler wird 90 Passspiel haben, wie es eben bei Groß der Fall war. Ey, schreibt mir auch mal eure Meinung in die Kommentare. Was glaubt ihr? Ist dieser Artikel vertrauenswürdig oder eher nicht? Ich würde sagen, er ist eher nicht vertrauenswürdig, sagen wir zu 30-40%. Womöglich stimmt es auch und wir schauen uns dann in FIFA 19 alle fragend an und denken uns, aha, das hat ja doch alles gestimmt. Also, man weiß es nicht, man munkelt. Es könnte stimmen. Ich verlinke euch diese Website natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Schaut es euch selbst an. Macht euch ein eigenes Bild. Wie gesagt, ich möchte hier nochmal klar sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich offizielle Spieler-Ratings sind, denn sonst schreiben mir alle in die Kommentare, das stimmt ja gar nicht, die Ratings sind noch gar nicht da. Das weiß ich auch, aber diese Website sagt, sie sind da, keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Und ja, Freunde, damit war es das auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 19 Video. Falls es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst jetzt auch ein Abo da, würde mich unfassbar freuen. Und ich habe auch vor, in Zukunft jetzt oder in näherer Zukunft auch einen weiteren Teil zum perfekten Start in FIFA 19 Ultimate Team zu zeigen oder aufzunehmen, halt ein Video dazu zu machen. Falls ihr sowas sehen wollt, dann schreibt mir das auch bitte mal in die Kommentare rein, dann werde ich das in Zukunft vorproduzieren. Des Weiteren habe ich noch weitere News, die ihr vielleicht verpasst habt, so kleinere News, die würde ich auch noch in einem Video packen. Also es wird euch auf jeden Fall einiges erwarten, deswegen Abo dalassen ist da und damit bin ich raus. Oder warte mal, dieses ist da, das ist gar nicht mehr aktuell, oder? Sagt man gar nicht mehr. Ey Jungs, Bruder muss los, das sagt man doch jetzt. Nee, Spaß Jungs. Ich bin raus, vergesst nicht, bleibt cool, habt immer High Hopes, checkt die Links in der Beschreibung ab. Ich bin raus, bis dann und ciao.